Guten Tag. Ich lese jetzt das Gedicht, was gesagt werden muss, von Günter Grass. Und ich glaube, dieses Gedicht ist wichtig, weil wir jetzt nur iranische Atomgesprächsführungen haben. Und ich habe gedacht, dass dieses Gedicht sehr angebracht jetzt ist. Und dieses Gedicht ist sehr lang, so haben Sie bitte Geduld mit mir. Was gesagt werden muss, von Günter Grass. Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, da dass man einen Mordherden unterjocht und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen könnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird. Doch warum untersage ich mir, jenes andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren, wenn auch geheim gehalten, ein wachsend nukleares Potenzial verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keine Prüfung zugänglich ist? Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafen aus sich stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Jetzt aber, weil aus meinem Land, das waren eure eigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, mal und mal eingeholt und zur Rede gestellt wird, wiederum rein geschäftsmäßig, wenn auch mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert, ein weiteres U-Boot nach Israel geliefert werden soll, dessen Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist, doch aus Befürchtung von Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden muss. Warum aber schwieg ich bislang? Weil ich meinte, meine Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, verbietet, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit dem Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet, den ohnehin brüchigen Weltfrieden, war gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir, als Deutsche belastet genug, Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Und zugegeben, ich schweige nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin, zudem ist zu hoffen, es mögen sich viele vom Schweigen befreien, der Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt auffordern und gleichfalls darauf bestehen, dass seine unbehinderte und permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potenzials und der iranischen Atomeinlagen durch eine internationale Instanz von den Regierungen beider Länder zugelassen wird. Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern, mehr noch allen Menschen, die in dieser vom Wahn okkupierten Region dicht bei dicht verfeindet leben und letztlich auf uns zu helfen.